Ja, und hier haben wir Verschluss von Boruts Umhang. Resistenz gegen Stich, Hieb- und Geschossangriffe. Das ist gar nicht mal so unpraktisch. Also ich lasse mal die Texte hier oben weg. Gürtel des Gott, Schlösser öffnen, Fallen finden und entschärfen. Der ist gut für unsere Schurkin, für Lunastra. Robe der Einflößung. Ja, der wäre halt was für unseren Magier. Wenn das Ding nicht so teuer wäre. Und noch der Skarabäus des guten Willen. Freundschaft auf den Träger anwenden. Okay. Freundschaft. Der Zauber Freundschaft bewirkt, dass der Zauberer vorübergehend 5 Charisma-Punkte bekommt. Ja, Wort der Macht. Spiegelbild, Belfsäurefeier. Da sind ein paar nette Sachen. Magische Geschosse identifizieren zum Beispiel auch. Alp wollen wir verkaufen. Ruf ist 12 im Augenblick, okay. Dein Gut, da Befehl. sind wir ja Weiter. auch fertig. Einverstanden. Einverstanden. Damals habe ich das mit dem Elfenaußenposten am Kuldahar-Pass wörtlich genommen und bin wirklich zum Kuldahar-Pass zurückgegangen und habe da alles abgesucht. Vor allem, weil ich dachte, es wäre der Wachturm damit gemeint, wo der Oger, den wir jetzt besuchen werden, drin haust. Es soll geschehen. Also der hier, zerstörter Turm. Dieser Hundekadaver scheint teilweise angenagt zu sein. Der fällt mir erst jetzt auf. Gewiss. Me will smash your face. Aua, ihr wieder hier, immer noch Kopfweh. Garrick, sammelt die roten und violetten Frostbeeren, die in der Nähe von heißen Quellen wachsen. Zerdrückt sie zu einem Brei und esst sie mit gekochten Tundrabrettern. Dann hört euer Kopf auf zu schmerzen. Dieses Rezept funktioniert nur bei Ogern. Das machen Kopfheil? Ich danken. Ich jetzt gegen Kopf besser machen. Ja, Erfahrung. Du hast Garrick ein Rezept gegen seine Kopfschmerzen gegeben und ihn dazu gebracht, den Kuldahar-Pass zu verlassen, ohne noch mehr Schaden zu richten. Wir haben Garrick dem Ogre am Kuldahar-Pass ein Rezept gegen seine Kopfschmerzen gegeben. Er hat sich darüber sehr gefreut und sich gleich von dannen gemacht. Und da stampft er weg. So, das heißt, ja, da wird irgendwie alles wiederholt in den wichtigen Ereignissen. Ogam Kuldahar Pass. Ja, das ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Lustigerweise ist der auch irgendwie im Prolog gelandet. Ja, die Mythal-Überlieferung und Altwins Besitzurkunde müssen wir auch noch machen. Ja. Aber erstmal den Es soll Ausgang geschehen. wiederfinden. In Ordnung. Und ja, die 2000 Erfahrungspunkte, zu denen sage ich nicht nein. Kann ich helfen? Ja, verfügbare Zauber 4. Nicht sie, sondern sie. Ah, wir wechseln gleich automatisch ins richtige Buch. Und ja, Priesterzauber gibt es nur bis Stufe 7. Sag, was du von mir willst. Gewiss. So, damit können wir jetzt erst einmal zurück nach In Kuldahar Ordnung. reisen. Und jetzt noch den Jungen suchen, der vor den Yetis davon gelaufen ist.
Hier ist doch der Druide. Vorwärts! Sofort! Ach, der steht hier gleich bei der Brücke wieder. Hm. Danke, ich hatte schon gedacht, ich würde bald meine Vorfahren wieder treffen. Das war das letzte Mal, dass ich einen Fuß in die Nähe dieses Tals gesetzt habe, so viel ist sicher. Da treiben jetzt jede Menge seltsame Kreaturen ihr Unwesen. Tal? Ja, das Tal der Schatten. Mein Bruder Silas und ich haben eine Pilgerreise dorthin unternommen, um der Familienkrypta unsere Ehre zu erweisen, so wie jedes Jahr. Aber diesmal... Ich weiß nicht, das Tal scheint mir verändert, irgendwie verflucht. Die Schatten sind lebendig geworden und Yetis, die Reisende angreifen, treiben sich herum. Euer Bruder, wo ist er? Silas hat es nicht geschafft. Der größte Yeti, den ich je gesehen habe, sprang aus dem Schnee und riss mit den Klauen ein Stück aus ihm heraus. Er stürzte tot zum Boden, überall war Blut. Ich konnte nichts tun. Er trug unser Familienerbstück, aber das ist jetzt verloren. Nicht, wenn ich den großen Jedi zur Strecke bringe, der euren Bruder getötet hat, aber das ist keine leichte oder billige Aufgabe. Ich könnte versuchen, euer Erbstück wiederzufinden. Könnt ihr mir sagen, wie ich zu dem Tal komme? Wir gingen auf dem Hauptpfad, aber in Anbetracht der vielen Bestien im Tal kann er rund euch vielleicht einen sichereren Weg sagen. Er war da ziemlich viel in den Bergen herum, er kennt mehr verborgene Pfade als Zweige der großen Eiche sind. Er wohnt südwestlich des großen Baumes in dem zweistöckigen Steinhaus. Ich habe schon mit Arundel gesprochen, ich mache mich heute auf den Weg zum Tal. Danke, jetzt da Silas tot ist, ist mir durch dieses Erbstück geblieben, das mich an meine Familie erinnert. Es liegt mir sehr viel daran, dass ich es zurückbekomme. Wenn ihr zufällig noch auf ein paar Yeti stoßen sollte, zieht die Bestie durch das Pelz ab, wenn ihr sie abgemuxt habt. Kulan, der hiesige Schmied, kauft euch die Pelze zu einem fairen Preis ab. Oryk ist vielleicht auch in der Lage, irgendetwas aus diesen Pelzen zu machen. Lebt wohl. Ja, wir haben mit Erfahrung Wir haben in Erfahrung gebracht, dass das Tal der Schatten von Yetis verseucht ist. Mirikas Kölner hat uns gebeten, der größten dieser Bestien ein Familienerbstück zu entreißen und es ihm zurückzubringen. Er wollte vor dem Haus des Töpfers in Kulda auf uns warten. Nein, wir suchen noch. Aber ja, er hat gesagt, entweder kauft uns der Schmied die Sachen ab oder Oryk wird daraus in der Lage sein, was zu machen. Ja, Oryk, hm. Gut, das können wir wahrscheinlich dann machen, wenn wir genug Yeti-Pads beisammen haben. Ich weiß nicht, was wir mit dem Karawanenvertrag machen können. So, jetzt haben wir noch eine Quest hier bezüglich unseres... netten Herrn hier oben. Ja. Die Besitzurkunde. Amelia Barbich in Taverne von Kulda hat uns erzählt, dass der Halbling Altwin den Gasthof zum Armschatten übernommen habe, nachdem der frühere Inhaber verschwunden sei. Ja, könnt ihr wissen, was dem Vermissten widerfahren ist. Es ist lustig, wie von dem Haus hier der Kamin einfach mal so durch den Fels und die Wurzeln geht. Es soll geschehen. Also Kumpel, dann sag ich mal ehrlich. Ihr schon wieder. Was wollt ihr dieses Mal? Euer Gasthof? Ja, wieso? Sagt jemand in der Stadt was anderes? Amelia, das Barmädchen im Wurzelkeller, hat von euch gesprochen. Sie sagt, ihr hättet diesen Gasthof von einem Mann namens Aida gekauft. Das heißt, bevor er verschwunden ist. Amelia, dieses vertrocknete Barweib mit kreischender Stimme? Ja, ich kenne sie und sie hat recht. Ich habe diesen Laden von Aida gekauft und mir wird auch langsam klar, wieso der alte Schlawiner diesen Gasthof so schnell verkaufen und verschwinden wollte. Warum? Er hat mich auf diesen
Loch hier sitzen lassen, das so gut wie nichts einbringt. Der Wind hat alle Pässe blockiert, die Karawanen kommen nicht durch und das Geschäft läuft mies. Ich hoffe, der alte Eidan wurde von einer Schneewehe begraben oder von einem Oger als Kauknochen benutzt. Naja, der Laden ist mein Eigentum, also muss ich sehen, dass ich zurechtkomme. Eidan hat euch das Eigentum übertragen. Allerdings, schwarz auf weiß, rechtskräftig bis auf den letzten Punkt und das letzte Komma. Kann jeder nachlesen. Und? Eidan war gelebt, das habt ihr doch sicher gewusst. Wenn euch also der Besitz überschrieben wurde, war davon abgesehen, dass Eidan schreiben konnte, was er aber nie gelernt hatte, dann wäre die Schrift wohl kaum so perfekt gewesen, wie ihr behauptet habt. Na, da muss der alte Eidan jemand gebeten haben, die Eigentumsbekennung für ihn zu schreiben. Denn für mich sieht sie völlig in Ordnung aus. Es kommt durchaus vor, dass man jemanden damit beauftragt, eine Schrift aufzusetzen. Ich weiß nur, dass der Gasthof mir gehört, also wollte ihr sein Zimmer oder nicht. Wenn nicht, dann macht euch raus. Dann will ich mal weiter. Ja. Ne. Wir haben mit Alvin gesprochen, dem Inhaber des Gasthofes zum Abendstand in Kulda. Er versucht eifrigst das Thema seines Eigentumsanspruchs auf den Gasthof zu umgehen. An Amelias Verdacht des Betrugs könnte also etwas dran sein, wenn wir nur Beweise hätten. Einverstanden! Also hier ist nichts drin. Und hier ist verschlossen. Wie kann einverstanden? Was, wenn es sein muss? Ring mit Eidans Vermächtnis. Dieser schlichte Silberring enthält auf der Innenseite eine Inschrift, die aussieht, als wäre sie von einem erfahrenen Silberschmied eingraviert worden. An die Bürger von Kuldaha, wenn der Abend kommt und mein Leben sich zu Ende neigt, überlasse ich euch den Abendschatten. Bitte sorgt euch um den Gasthof, so wie ich es tat. Eidan, der Letzte vom Geschlecht des Kaivon. Ja. Dein Befehl? In Ordnung. Es soll geschehen. Ach, ihr schon wieder. Was wollt ihr diesmal? Ich habe in einem Zimmer oben einen Ring gefunden, der euch vielleicht interessiert. Hä, was? Dieser Ring trägt eine Inschrift an der Innenseite, die Angaben über den wahren Besitzer des Gasthofs zu machen scheint. Wieso solltet ihr der Besitzer sein, wenn hier was anderes steht? Oh, nun seid ihr soweit gesungen, verschlossene Kisten in fremde Leute Häuser aufzubrechen? Bevor ihr mich anklagt, etwas Unrechtes getan zu haben, solltet ihr mal vor eurer eigenen Türe kehren. Ihr seid doch ein Paladin, nicht wahr? Wie kommt ein allerheiligster Krieger wie ihr dazu, Schlösser aufzubrechen? Ihr wusstet also, dass er oben eingeschlossen war. Ich kann über eure Tat nicht einfach hinwegsehen, aber möglicherweise gibt es ein größeres Verbrechen zu untersuchen. Die Tatsache, dass ihr von dem Ring wusstet, bestärkt mich in meiner Annahme, dass ihr irgendwas auf dem Kerzholz habt. Ihr habt die ganze Zeit gewusst, dass der Ring oben war? Nein, ich wusste nicht, dass er oben eingeschlossen war. Hört zu, ich muss hier gar nichts er... Ihr habt recht, ich werde Eingangsring den Ältesten der Stadt bringen und sie entscheiden lassen, wie die Sache zu behandeln ist. Vielleicht können sie mit diesem Ring einen Schatten heraufbeschwören und ihn dazu befragen. Vergehen müssen bestraft werden. Ja, zu warte, ich sage, was passiert ist. Zunächst mal, ich habe Eidan kein Haar gekrümmt. Also ist Eidan tatsächlich tot? Also gut, ja. Aber es war nicht meine Schuld. Ich komme eines Nachts in den Gasthof, nachdem ich es gerade noch durch den Kulderpass geschafft habe. Und da liegt er auf dem Boden, kalt und steif. Ich bin schon öfter durch den Pass gekommen, habe mich ein bisschen mit dem alten Eidan unterhalten. Und ich wusste, dass er keine Angehörige hat. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Man hörte Gerüchte über Leute, die verschollen waren, also habe ich seine Leiche außerhalb der Stadt begraben. Und naja, dann habe ich Feder und Tinte zusammengesucht und die Verfügung selbst geschrieben. Zugegeben, ich habe ihm seine Habseligkeiten abgenommen, ich hätte den verdammten Ring lieber wegwerfen sollen. Aber seht mal, ich füge niemandem Schaden zu, er hatte wirklich keine Angehörigen und diese Stadt braucht einen Gasthof. Warum habt ihr es getan? Ihr werdet diesen Laden vermutlich nicht verkaufen können und die stürmische Jahreszeit schneidet die Karawanenstraßen so von ihr ab, als dass ihr Umsatz machen könntet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es satt, herumzureisen und ich hatte auf einmal das Bedürfnis, mich niederzulassen.
Wahrscheinlich ist es der Halbling in mir. Wenigstens habe ich mich nicht in einem verdammten Maulwurfsbau eingenistet und eine stinkende Tabakpfeife geraucht, bis ich vor Langeweile umkomme.